dass Google Doodle widmet sich an diesem Dienstag ist. P. Sørensen. Der dänische Biochemiker war der Mann, der den pH-Wert berühmt machte. Der Däne, der mit vollem Namen Søren Peter Lauritz Sørensen heißt, wurde im Jahr 1868 geboren. Sohn eines Bauers, studierte er zunächst Medizin und Chemie in Kopenhagen. Mit 31 Jahren machte er seinen Doktor. Später arbeitete er als Wissenschaftler in der chemischen Abteilung des Carlsberg-Labors. Er starb 1939. Sørensens pH-Wert hat vielfachen Nutzen. Seine größte Leistung vollbrachte der Däne im Jahr 1909. Er legte die pH-Wert-Skala fest. Der pH-Wert zeigt, wie sauer eine wässrige Lösung ist. Das ist wichtig, um zu erkennen, wie viele Nährsalze ein Boden zur Verfügung stellt. Ist dieser Wert zu hoch oder zu niedrig, stehen Pflanzen zu wenig Nährstoffe zur Verfügung. Im menschlichen Blut spielt der pH-Wert ebenfalls eine wichtige Rolle. Schwankt der Wert zu stark, kann es zu Störungen des Stoffwechsels und der Atmung kommen. Das Doodle auf der Startseite von Google funktioniert so: Ein Mausklick auf dem Schriftzug startet die Animation. Nach einer kleinen Explosion erscheint der Forscher im weißen Wissenschaftlerkittel und fragt den pH-Wert einer Tomate, einer Batterie oder eines Baums ab. Mit Pfeilen kann man schätzen, wie hoch der jeweilige Wert ist. Bei einem Treffer nickt der Professor gnädig. Liegt man daneben, schüttelt er tadelnd den Kopf. WB, wofür steht eigentlich der pH-Wert? Google Doodle ehrt heute den dänischen Biochemiker SBL. Sørensen, den Erforscher vom pH-Wert. Aber was bedeutet eigentlich der pH-Wert? SBL Sørensen, den Google heute mit einem Doodle-Spiel ehrt, ist ein dänischer Biochemiker. Ihm verdanken wir die Festlegung der pH-Wertskala, die uns alltäglichen Leben weiterhilft. Søren Peter Lauritz Sørensen, so der Vollname des Forschers, wurde 1868 geboren. Als Sohn eines Landwirts, studierte er Medizin und Chemie in Kopenhagen und promovierte mit 31 Jahren. Als Forscher, Wissenschaftler und Leiter der chemischen Abteilung der Carlsberg-Labors machte Sørensen seine größte Entdeckung, die Festlegung der pH-Wertskala. Was ist der pH-Wert? Das interaktive Spiel auf der Google-Startseite testet das eigene Wissen über den pH-Wert. Wie sieht's aus mit Tomate, Ei oder Brokkoli? Aber was ist eigentlich der pH-Wert? Der pH-Wert zeigt, wie sauer oder basisch eine wässrige Lösung ist. Das wird durch die Konzentration der in der Flüssigkeit gelösten elektrisch geladenen Wasserstoffatomen, Wasserstoffionen, H+, bestimmt. Die pH-Wertskala von 0 bis 14 zeigt an, wie sauer oder basisch eine flüssige Substanz ist. Reines Wasser gilt als neutral mit einem pH-Wert von 7 als sauer eingeschätzt werden Werte von etwa 6,5, wie in Zitronensäure oder Joghurt. Alle Werte zwischen über 7,5 bis 14 gelten dagegen als basisch, wie Blut oder Galk. pH-Wert im Blut. Creme und Sehen. Genau deswegen spielt der pH-Wert im täglichen Leben eine Rolle. Ärzte schauen auf den Säuregrad vom Blut. Denn ist der pH-Wert zu hoch, liegt eine Azidose, Übersäuerung oder Alkalose, zu basisches Blut, vor. Auch bei einer Panikattacke gerät der pH-Wert der Person aus dem Gleichgewicht, verursacht durch eine übermäßige Menge an Kohlendioxid, die ausgeatmet wird. Auch auf Waschlotionen und Kosmetik ist das Wort pH-Wert immer wieder angegeben. Denn eigentlich ist Seife basisch, was nicht so gut für die Haut ist. Denn ein Teil der guten Hautbakterien wird so abgetötet. Dadurch wird der Säureschutzmantel der Haut zerstört, wodurch schnelle Ekzeme, Kontaktallergien, Reizungen oder Juckreiz entstehen. Oder bei Badeseen wird im Sommer manchmal davon geredet, dass diese kippen. Das bedeutet, dass ein Sauerstoffmangel herrscht.